willkommen zum wahrscheinlich ekligsten Video, das ich je machen werde. Heute geht es um Fliegennarben. Jeder Halter hat wahrscheinlich schon Horrorstories von befallenen Tieren gehört, die anschließend gestorben sind und hat deswegen Angst, dass das seinen Kaninchen oder Meerschweinchen auch passieren kann. Was kann man also dagegen tun? Maden sind nur eine Bedrohung, wenn man ihnen einen Nährboden bietet. Hygiene ist super wichtig. Wer an warmen Tagen täglich oder spätestens alle 2 Tage mistet, räumt schon einen begünstigenden Faktor aus. Manche Maden schlüpfen bereits 15 Stunden nach Eiablage, deswegen ist es super wichtig, die Eier sofort zu entfernen. Habt ihr eure Tiere drinnen, dann könnt ihr an den Wohnungsfenstern natürlich ohne viel Aufwand Fliegengitter anbringen, die halten dann für euch auch die Mücken fern. Im Stall oder in der Wohnung lohnt es sich auch, die Fliegen richtig zu bekämpfen. Drinnen habe ich Fliegenköder, aber achtet darauf, dass sie insektizidfrei sind und keine Wirkstoffe an die Luft abgeben. Die Schmetterlinge hier sind Giftfallen, die kann man aufs Fenster kleben. Die locken die Fliegen an und vergiften sie dann, aber klebt sie bitte nicht auf Bodenfenster in die Höhe der Kaninchen. Auch nicht in Reichweite von Kindern. Im Stall habe ich 2 Klebefallen hängen. Das lohnt sich wirklich. Nach einer Augustwoche sieht das nämlich ungefähr so aus, obwohl ich täglich miste. Das letzte, was ich euch vorstelle, ist Raid. Das ist ein richtiges Gift, das man nur dann anwenden kann, wenn gar keiner, also auch keine Tiere im Raum ist. Der Vorteil ist, dass man kein Insekt direkt ansprühen muss, sondern man sprüht es einfach in den Raum und dann werden auch die nicht sichtbaren Insekten vernichtet. Anschließend müsst ihr aber richtig gut durchlüften und ich empfehle das auch wirklich nur bei sehr, sehr starkem Befall. Abschließend kann ich sagen, habt einfach ein Auge auf euer Tier. Sieht eins krank aus, dann schaut es euch wirklich genau an. Kranke Tiere mit Durchfall, alte Tiere, die sich einnässen oder Tiere mit offenen Wunden gehören nach drinnen so lange, bis sie wieder gesund sind. Ist eines eurer Tiere von Maden befallen, dann entfernt sofort alle, die ihr seht und geht auch direkt zum Tierarzt. Auch sonntags nachts um 11. Die Behandlung duldet absolut keinen Aufschub, das heißt, ihr müsst sofort los, denn ein paar Stunden später kann das Tier schon tot sein. Beim Tierarzt wird das Tier dann teilweise geschoren, gebadet, bekommt ein Antiparasitikum gespritzt, das die Maden tötet bzw. am Wachstum hindert. In der Infobox findet ihr bald einen Link mit detaillierter Information zu den verschiedenen Medikamenten und Behandlungsweisen. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Falls ihr schon Erfahrungen mit Maden gemacht habt und diese erfolgreich bekämpft habt, dann lasst mir doch bitte einen Kommentar da. Oder schreibt mir, was ihr gegen die Gefahr von Fliegenmaden tut. So, das war's wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da oder ein Abo. Wenn ihr zwischendurch Langeweile habt, dann würde ich mich freuen, euch bei Facebook oder auf sarahmaxi&co.de zu begrüßen. Bis dann, tschüss! Und hier geht es zum Kaninchen-Gesundheitscheck.